Ja, Leroy, jetzt hat gerade eine neue Trainingswoche angefangen, eine neue Art von Belastung vielleicht auch für euch. Erzähl mal, wie ist es dir bis jetzt, Dienstagmittag, ergangen in dieser Woche? Ja, ganz gut. Also steht auch gleich noch eine Einheit bevor, die wird gleich ein bisschen knackig. Aber ich glaube, die Woche ist ganz gut gelaufen bis jetzt. Ja, wir sind fokussiert, konzentriert und ich glaube, das sollten wir so beibehalten. Jetzt war es gegen Havelse für dich auch der zweite MSV-Auswärtssieg. Mit ein paar Tagen Abstand und auch mit einer Videoanalyse dazwischen. Wie würdest du das Ergebnis und das Spiel einordnen? Ja, definitiv wichtig. Also es ist gegen jeden Gegner immer schwer. Aber umso glücklicher bin ich, dass wir gegen Havelse dann auch die Punkte eingefahren haben, die wichtigen Punkte. Ja, und rückblickend muss ich einfach sagen, ja, dass wir da schon phasenweise gute Sachen dabei hatten. Dass jetzt noch nicht alles funktioniert hat, ja, ist ein Stück weit vielleicht normal. Aber ich bin guten Wissens, dass es ja, einfach gut weitergehen wird. Jetzt hatte das Trainerteam ja auch eine kleine Überraschung, möchte ich fast sagen, mit dabei. Eine leichte Systemumstellung mit einer auch etwas veränderten Rolle für dich persönlich. Erzähl mal, wie liegt es dir? Wie gefällt es dir mit der Dreier- bzw. Fünferkette? Ja, ganz gut. Also ich muss sagen, die Position habe ich jetzt nicht so oft gespielt, aber ich glaube, dieses offensive Verteidigen, dieses vorne draufgehen, das tat mir ganz gut. Ja, und es hat mir gut Spaß gemacht und ja. Also habe, glaube ich, da doch bewiesen, dass ich auf dieser Position auch spielen kann und ja, bin da eigentlich relativ variabel, was das angeht. Jetzt auch nochmal auf den nächsten Gegner geguckt. Der FC Saarbrücken ist gerade Sechster, war sehr gut drauf letztes Jahr, jetzt nicht ganz so gut ins neue Jahr gestartet mit 1-2 Niederlage. Hast du dich mit dem Gegner schon beschäftigt und wenn ja, wo kann man Saarbrücken packen? Ja, wo kann man sie knacken? Ich glaube, wir haben da schon ein, zwei Sachen im Training ausgearbeitet. Ich glaube, da kommen jetzt noch ein paar Sachen jetzt in der Laufe der Woche. Und ja, wichtig ist halt einfach, dass wir diesen Flow, den wir dann jetzt gerade gestartet haben, einfach mitnehmen. Ja, diese positive Energie einfach weiter bündeln und ja, dann glaube ich, dass wir am Wochenende noch einen nächsten Schritt machen können. So machen wir das. Leroy, vielen Dank dir.